Guten Tag, Menschen. Willkommen bei Steel Rising Folge 4 hier von Jergo. Wir sind gerade kurz vor der Werkstatt und ich glaube, wenn ich durchgehend so rede, kriege ich ganz viele Schläge ins Gesicht. Gut, also wir versuchen gerade, also eigentlich versuchen wir die Roboter auch hier aufzuhalten, aber ich schätze mal nicht, dass wir das jetzt gleich schaffen werden. Aber vielleicht finden wir das Werkzeug, mit dem wir Wände durchbrechen können. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Und das Ding macht mir ein wenig Sorgen, was da drin in der Vitrine steht. Naja, schauen wir mal, was wir finden. Vielleicht ist ja ein richtig dicker Hammer hier drin. Es sind Diana-Reithosen und Diana-Schuhe und Gamaschen. Ich kann so gar nichts von den Hosen sehen. Ich kann auch so gar nichts von. Achso, bei den Modulen. Okay, jetzt kann man auch was sehen. Nee. 25 Defense, was denn hier los? Alter, Ausdauer gibt das. Das macht mich einfach insgesamt besser. Was soll ich machen? Ich muss es ja anziehen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist einfach so gut. Und klar, ich könnte auch einfach gut spielen und ausweichen, aber so bin ich halt nicht. Ich weiche momentan nicht aus und mir juckt extremst die Nase. Was ist denn los? Immer wenn ich jetzt aufnehme, juckt mir die Nase. Das ist ein bisschen ätzend. Gell, Doktor? Doktor liegt wieder auf meinem Schoß. Kleines Schmusebibi. Ja, ich will schlafen. Und dann schreie ich wieder rum und dann rennt er wieder weg. Und dann wartet er, bis ich die Fresse halte, weil ich gerade den Folgentext für die Folgen mache. Und dann kommt er wieder an und dann springt er auf meinen Schoß und dann fange ich wieder an aufzunehmen und dann schreie ich wieder rum und dann ist wieder Beef. So, sie hatte gesagt, irgendwer hat sich oben versteckt. Achso, er hat sich verschanzt, ja. Deswegen komme ich da nicht durch, weil da alles auf dem Ufertreppe steht. Muss ich also irgendwie anders reinkommen. Aber jetzt können wir erstmal uns da reinsetzen. Und nochmal skillen. Wir können skillen. Papa darf skillen. Wir skillen. Huch, was ist los? Warum zuckst du so? Okay. Kein Bock auf mir zu liegen? Dann leg dich auf den Rechner. Ja, Damage, I guess, wa? Ja, ist okay. Ist durchaus okay. So, wir haben noch ein bisschen Essenz übrig, also kaufen wir wieder Kapseln. 65 Kapseln haben wir jetzt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich auch die Knarre mal ein bisschen verwenden. Achso, ich hätte die ganze Anima-Essenz, die wir hatten, jetzt noch benutzen können. Hier sind auch noch ein paar Androiden, Automaten dabei, die wir. Automatons, wie auch immer. Die wir noch nicht gesehen haben. Das Ding kann ich nicht benutzen, ist aber ein Kran. Gut, werden wir nicht benutzen müssen, werden wir nicht brauchen. Aber auf jeden Fall ist das hier die richtige Werkstatt. Haben wir uns auf jeden Fall schon mal nicht verfahren. Ist hier noch irgendwo Lore versteckt, so wie in Thymesia und jedem anderen Game? Beziehungsweise in Dark Souls ist es ja gar nicht so üblich, dass da irgendwelche Lore versteckt ist. Da kann man halt nur manchmal irgendwelche anderen Sachen finden. Da kann ich nicht rein, ja? Ist das versperrt? Ah doch, da kann ich rein. Dieses Tor ist verschlossen. Da könnte ich rein, wenn ich den Schlüssel hätte. Das scheint mir ein dicker Brummer zu sein. Ist das dieser Elektroboy gewesen, den wir schon mal gesehen haben? Und warum hat der Typ die überhaupt gebaut? Ist er von der Revolution? Ach, wie ist das denn alles? Ich verstehe es nicht. Fabriken. Haben wir bald mal ein Level in einem Haus? Das wäre natürlich cool. Jetzt können wir hier erstmal den Shortcut aufmachen, den wir vorhin schon gesehen haben in der letzten Folge. Hier sind die ganzen. Ne, hier sind nicht die roten Pferde. Die roten Pferde sind weiter rechts. Dann schauen wir uns halt noch ein bisschen um. Da komme ich nicht rein. Ist wieder von der anderen Seite blockiert. Das sieht ein bisschen aus wie eine gigantische Kinderwiege. Man könnte es auch einfach Karren nennen. Keine Ahnung, wie ich auf Kinderwiege komme. Und warum ich es nicht Kinderwagen nenne. Ich bin wohl ein wenig verwirrt. Liegt eventuell an dem Sauerstoffmangel in diesem Zimmer, wobei ich ja die Tür schon offen habe. Ich komme da nicht rein. Was? Wo komme ich denn dann rein? Hier? Da drin brennt Licht. Sieht aus wie PT. Könnt ihr jetzt glauben, dass PT schon 6 oder 7 Jahre alt ist? Das war ja noch PS4-Zeit. Anfang der PS4-Zeit, glaube ich. Als der Playable Teaser von Silent Hill rauskam. Sag mal, ich komme da jetzt gar nicht weiter. Ah. Aber das hilft mir nicht. Ach, da ist ein. Moment. Ist da eine Leiter?
Ist das ein Aufzug? Das ist ein Aufzug. Was? Ist wohl von der... Ah, hier ist Lore. Ein Beschwerdebrief der Werkstattarbeiter. Monsieur de Vaucanson. Die Ausfälle der Dampfpumpe unterbrechen weiterhin viel zu oft den Betrieb des Hubstegs. Denken Sie an die schweren Lasten, die wir dann auf dem Rücken nach oben tragen müssen. Wir bitten Sie, die Dampfpumpe unverzüglich zu reparieren zu lassen, damit sie wieder ordnungsgemäß funktioniert. Wir fügen diesem Brief einen Schlüssel bei, mit dem der leitende Mechaniker sich frei innerhalb der Fabrik bewegen kann. Hochachtungsvoll Ihre ergebenen Mitarbeiter Fabré und Gabilot. Ah, wunderbar. Dann haben wir jetzt, glaube ich, den richtigen Schlüssel. Und können hier rein. Und müssen den Aufzug reparieren. Wunderbar. Okay. Progress. Bang. 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 Einmal zu oft. Ist aber nicht so schlimm. Jadim. Kann ich mich hier rauf balancieren? Nein. Habe ich noch irgendwas anderes encountered? Ach, da oben den Dude. Den kann ich nicht anvisieren, also kann ich ihn auch nicht treffen mit der Knarre. Was die Knarre aber auch macht, ist ein Schild produzieren. Das heißt, im Notfall kann ich dann blocken. Deswegen lasse ich die mal draußen. Schnell mal an dem vorbeihuschen. Pack mal deinen Arm ein. Dankeschön. Nein, ich wollte weiter auf Abstand. Mist. So, jetzt anschießen. Anschießen. Stand. Aha. Der kann mich mal mit seiner brennenden Axt schlagen. Also kannst du zumindest versuchen. Aufladen. Was? Lief doch gut. Ich finde es nice, dass die alle Munition droppen. Finde ich sehr nett. Das ist blockiert. Das ist also wieder ein Shortcut. Hier ist noch ein Item. Das ist die Fiole der Feuerresistenz. Nicht spannend. Vielleicht nützlich, aber nicht spannend. Aber wie gesagt, ich bin ja eher so der Mensch, der vergisst, Consumables zu benutzen und dann Probleme mit irgendwelchen Bossen hat und dann sich beschwert. Wobei beschweren tue ich mich eigentlich nie wirklich, außer der Boss ist wirklich Bullshit. Schade, dass man die Leitern alle nicht benutzen kann, weil irgendjemand alle Sprossen kaputt gemacht hat. Das ist natürlich echt unfortunate. Ich hätte ja was leuchten sehen. Da leuchtet was. Da soll ich aber wahrscheinlich auch rein, ne? Aha! Drei Frostgranaten. Okay, ich dachte schon. Ich würde schon sagen, fünf ist ein bisschen extrem viel. Da ist ein Shortcut, alles klar. Da muss ich irgendwann drüber springen, ist auch klar. Also gehen wir mal da rein. Hallo! Ich wechsle mal auf die Pistole für den Schild. Und für mehr Damage. Und weil die Pistole geil ist und weil ich die Pistole liebe und mehr benutzen möchte, aber nicht kann. Denn wir haben nicht genug Munition. Noch nicht genug Munition. Werden wir aber noch kriegen. Ich bin mir sicher. Aha, aha. Findet sich gerade nicht wirklich viel. Hier drin vielleicht? Jemand, der mich umbringen will? Hallo? Nee? Da ist ja tuttig. Ist da durch? Nee. Hier wird mich gleich irgendwas backstabben. Ich spür das. Ich hab's im Hoden. Jetzt komm raus! Hm. Ah! Oh. Oh shit! Nein, nein! Bam! Angeschossen. Get owned. Komplett terminiert, weil du ein Opfer bist. Mega zersenzt. Weißt du was? Aber einmal zu viel. Ups. Wusste nicht genau, wie auf dich schießen muss. Da dachte ich mir lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das ist nichts zum Lesen. Das sind zwar Bücher, aber die kann man nicht lesen. Bücher sind ja auch nicht zum Lesen, da die sind zum Heizen da, nicht wahr? Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Hallo? Ich erwarte übrigens jederzeit, dass irgendwann so ein Ding aus einem... aus einem Fass rausspringt, also so ein kleiner Roboter quasi. Und mich dann wie in Resident Evil 4 die Schlangen einfach beschädigt.
mir Schaden macht, beschädigt. Oh Gott. Na gut, ich bin ja auch ein Android-Roboter-Automat. Zuschauensdauer. Oh. Dieses Modul erhöht leicht die Dauer von Elementarzuständen, die dem Gegner zugefügt werden. Yes. Das ist exakt, was wir wollen. Denn wir machen ja genau das. Vielleicht finden wir auch irgendwann noch eine Feuerknarre, die macht dann einfach extra Damage, aber ich glaube, besser als Eis wird's nicht, ne? Außer das Feuer macht natürlich noch unglaublicheren Damage, als die Fähigkeit, den Gegner einzufrieren und ihn dann einfach zu vermöbeln mit einer Nahkampfwaffe. Aber das werden wir dann wohl rausfinden. Vielleicht nicht hoch. Achso. Mein Fehler. Schon wieder keine Gegner. Das ist so merkwürdig. Ich habe gedacht, hier sind viel mehr Gegner, weil in der Fabrik wird es ja Sinn machen, nicht wahr? Meint ihr, die werden jetzt auch gerade noch... Ne, wobei, so automatisiert die sind die nicht. Die sind alle von Hand gebaut. Müssen ja von Hand, oder? Wobei, wenn die Maschinen so schlau sind, wie so tödlich sind, dann können sie sich wahrscheinlich auch selbst replizieren. Und das wäre ein, wie sagt man, ein großes Autsch. Ein großes Autsch, ja. Ein großes Problem. So. Jetzt aber auf die Schnauze, for real, Brudi! Und heilen. Looten kann ich hier nicht. Anschießen. Nicht genug Range, ist ja... Bitte. Damage. Oh, eine gute Truhe. Gib mir eine neue Waffe. Ah, oh, ja, die Rüstung. Stimmt, hätte ich drauf kommen können. Okay, war 40 Rüstung. Wie meinst du 40 Rüstung? Was ist denn da los? Bah. Oh, ich kann mich auch ansehen so. Aber halt nicht so ganz. Okay. Ich glaube, das würde besser gehen, wenn ich anders stehen würde. Nun denn. Erhöht wiederum meine Ausdauer und macht mich tankiger. Also, wieso zum Geier nicht? Keine Ahnung, warum das Ding so ultra viel Verteidigung gibt. Aber wir lassen es auf jeden Fall auf, weil das ist das Beste, was wir haben. Da hinten liegt nochmal eine Alchemiekapsel. Das ist gut. Hä? Hätte ich die nicht vorhin versucht zu looten? Merkwürdig. Hier rechts ist nichts versteckt. Dann können wir hier rausgehen. Steht da hinten einer oder nicht? Keine Ahnung. Hier ist eine Tür, die wir aufmachen können. Das ist der erste Shotcut. Das für den Fall, dass ich sterbe, was natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber für den Fall, dass ich sterbe, muss ich jetzt nicht den ganzen Weg latschen. Fässer. Doch. Wurde ja auch mit nichts belohnt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hm, ich bin, ehrlich gesagt, mit meiner Knarre fühle ich mich ein bisschen sicherer. Das ist wie, wenn man einen Shooter spielt. Ah, guck an. Wenn man einen Shooter spielt, zum Beispiel Resident Evil, dann fühle ich mich einfach wesentlich. Au. Wesentlich sicherer, wenn ich durch die Spencer Villa latsche, wenn ich dabei die Shotgun in der Hand habe. Habe ich getroffen? Ja, ich habe beide getroffen. Also ich fühle mich sicherer, wenn ich die Shotgun in der Hand habe, als wenn ich die Pistole in der Hand habe. Einfach, weil ich dann mehr Bums mit einem Schuss mache. Da fühle ich mich einfach sicherer. Ist wahrscheinlich wirklich so ein Phallus-Ding. Dass man einfach, wenn man seinen eigenen Schwanz in der Hand hat, er sich bemächtigt fühlt oder so. Keine Ahnung. Kann man da durch? Lass mich durch! Da oben ist noch was. Ist auch blockiert. Leck mich am Eimer. Hör ich da gerade irgendwas? Ach, die Kinder schreien wieder im Gang rum. Okay, cool. Also im Treppenhaus, nicht im Gang. Durch, durch, durch. Ah. Da ist eine Spur aus Obst, die in das Haus führt. Oh, ein Verstärker. Sehr nice. Damit können wir ein bisschen mehr heilen dann. Da unten geht es vermutlich weiter. Ich will dem Obst jetzt ehrlich gesagt nicht folgen. Der hat alles verbarrikadiert, aber ist trotzdem gestorben. Aber hier ist gar nichts. Warum ist hier nichts?
Merkwürdig, aber gut. Dann gehen wir wohl doch runter den Hafen. Und fahren mit dem nächsten Boot wohl wieder weiter. Ja, spuckt euch gegenseitig gerne an. Man kann mehrere Statuseffekte zufügen, sehe ich gerade. Weil die beide nämlich gleichzeitig hochticken. Die Frage, wie ich das persönlich dann später selber mache. Naja, kriege ich schon irgendwie hin. Kriege ich schon irgendwie hin. Alchemiekapseln, Alchemiekapseln, ist doch schön. Lohnt sich das Schießen wenigstens. Ist ja quasi selbst sustainend. Wenn man halt nicht die ganze Zeit schießt, sondern das wirklich nur zum Bursten beziehungsweise als Crowd-Control-Möglichkeit nimmt. Vielleicht ist es anders, wenn man Feuerschaden oder Blitzschaden macht. Ich würde schätzen, der Blitzschaden macht dann einen Burst an Damage nochmal extra, wenn der Statuseffekt voll ist. Und Feuer macht halt einen Dot, so wie immer. Feuer macht immer einen Dot. Ich meine, was soll sonst Feuer auch machen? Der hat sich einfach dagegen entschieden, sich zu wehren. Nice, ich habe gestunt. Das war das, glaube ich, das erste Mal, dass wir jemanden aktiv gestunt haben, indem wir ihn geschlagen haben. So, wie komme ich da hoch? Weil der schießt auf uns. Da ist so eine hängende Plattform, aber wie... Ach, hier ist eine Treppe. Ja, aber... Es kann auch sein, dass... Blitz dann auch irgendwie eine länger anhaltende Statusveränderung macht, weil sonst... Weiß ich nicht. Werden wir rausfinden. Werden wir rausfinden, sobald wir eine Blitzwaffe haben, werde ich es mal ausprobieren. Ich glaube, es stand auch im Tutorial, ich habe es nur nicht gelesen. Wie üblich. Wobei ich immer sage, ich lese doch die Tutorials, aber ist halt gelogen, ne? Wissen wir alle. Bam! Meine Güte, wenn man nicht drüber nachdenkt, sondern einfach nur schlägt und im richtigen Moment ausweicht, dann ist das alles easy. Kann ich das Ding hier aktivieren? Nee, ne? Aber ich kann jetzt die Sachen hochspringen. Was ich aber zuerst machen will, ist natürlich... Well, dahin gehen. Noch ein paar Fiolen mitnehmen. Ich dachte, das wären Ziegelsteine. Aber nicht die Ziegel. Das ist auch schon wieder ein Shortcut, oder? Wo komme ich jetzt hin? Huh? Ach so, doch. Ich weiß, wo ich bin. Alles gut. Ist tatsächlich ein Shortcut. Dabei sterben wir gar nicht so häufig. Okay. Und das hilft mir inwieweit? Achso, ich muss da hoch. Ah. Oh. Hier, da. Und du? Hier ist ja auch nichts. Da ist noch eins. Achso. Wieso kann ich denn da... Hä, wieso waren das andere dann da? Merkwürdig. Und wieso habe ich das nicht gesehen? Mhm. Ja, komm, wenn du was willst. Komm her, Alter. Oh, der weiß nicht. Der hat keine Ahnung. Ah, hat mich bemerkt. Ah! Jetzt staggert, du Opfer! Meine Güte, ich bin krank. In der Birne. Ich bin so gut. Ich bin so stark. Dabei ist die Waffe nicht mal geupgradet oder skaliert mit unseren Attributen. Mit unseren Attributen... Sohle mit reinem Öl. Sohle mit Reiners Öl. Frisch gepresst aus seinem Schlangenhals. Was haben wir hier? Kisten. Und ein Dude! Also kein richtiger Dude, sondern mehr so ein Robo-Bobo, ne? Ob wir irgendwann auch gegen Menschen kämpfen müssen, einfach um... für das Gute zu kämpfen, weil ich meine, uns wurde ja quasi der Auftrag gegeben... Rat der Rache. Okay. Uns wurde ja quasi der Auftrag gegeben, den König zu stürzen, oder habe ich das falsch verstanden? Was macht dann das Rat der Rache? Sieht aus wie ein Reifen. Hat einen Konter, okay. Geht auf Kraft und Alchemie. Ich meine, wir können es ja mal probieren. Macht das. Das macht physischen Schaden. Ah, sag doch. Ist das Ding langsam. Das ist der aufgeladene Angriff. Ist der mit Feuer? Ich glaube, der könnte mit Feuer sein.
Dann können wir ja mal das Modul... Ach ne, können wir nicht, weil dafür müssen wir das Modul-List mal upgraden, bevor wir das Modul reinmachen können, mit dem wir mehr Schaden machen, wenn wir komplett aufgeladen sind. Over there. The steam pump. I will have to go around to get to it. Keine Ahnung, wo du das Ding siehst, aber ich glaube dir jetzt einfach mal. Liebe Aegis. Oder Aegis. Wahrscheinlich ein Schlüssel. Ne, 7 Alchemiekapseln. Wir haben 78 von den Dingern. Wir sind loaded beyond belief. Lähmungsgranaten. Alles eher so meh. Da komme ich nicht hoch. Doch, ne? Ja, wollte ich sagen. Ist doch auch wieder nur ein Shortcut zurück, ne? Jo. Ah! Moment. Ich habe geirrt. Da kann ich auch rein. Wenn ich doch nur weit genug springen würde. Oder einfach die Treppe nehmen würde. Hallo. Ich würde gern mal meine neue Waffe ausprobieren. Ist jemand da? Das ist ein Parry. Das ist ein Schnabeltier. Hallo? Liegen ein paar Beine rum, aber... Oh oh. Ein Boss. Und ich habe die neue Waffe. Aber ich habe halt auch 80 Schutz für die Knarre. Also ich glaube, wir sind gut. Ich glaube, wir sind gut. Du ein Schmiederoboter? Du bist ein Schmiederoboter. Let's fight, Bro! Instabiler Schmied. So, und jetzt... ...270 Damage. Das war dumm. Wir machen das einfach so wie immer. Ho! Ich meine, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht so machen würde, ne? Also für jeden, der das ein bisschen cheesy findet, tut mir wirklich leid, aber das Spiel, wie gesagt, es gibt mir die Möglichkeit und ich musste nicht mal wirklich dafür was arbeiten. Vielleicht ist Eis overpowered. Wer weiß. Au! Au! Ich brenne! Ist ja crazy. Mir vorher noch nie passiert. Badadan. Nochmal einen nachsetzen. Oh, zu viel. Ich wollte zu viel. Peng. 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 Oh, das ist alles free. Boom. Boom. Ha, boom. Oh, es reicht nicht, es reicht nicht. Oh, shit. Oh, ich bin eingefroren. Was macht er da? Naja, wir werden es nicht rausfinden. Todesmut-Modul. Wahrscheinlich irgendein Bonus, wenn ich niedrige HP habe. Wo ist es da? Dieses Modul erhöht leicht den von Aegis verursachten physischen Schaden und ihre Wucht, wenn sie kaum noch Leben hat. Jo. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Was heißt denn kaum noch Leben? Warum denn nicht bei unter 20%? So wie in Dark Souls. Da steht zwar auch wenig Leben, aber ich reg mich auch da auf, dass es nicht dabei steht, wie viel Prozent man braucht. Ah, naja. Bringt ja nichts, sich aufzuregen. Bringt ja nichts. Gut, wir können mal im Shop vorbeischauen, denn ich bin mir sicher, hier gibt es neuen Stuff. Ausrüstung, Frostfächer, Streitschrift. Der liegt aber halt nur mit Stärke. Sonst ist nichts Neues, das ist ja krass. Module nicht, Materialien ist auch nur der Schlüssel. Verkaufen könnte ich unsere Sachen, aber das will ich gar nicht. Ich kann die Module verbessern? Ah ne, das Verkaufen. Oh, okay. Das war knapp. Hast was sehr Schlimmes gemacht. Ich, ene mene mu, ich upgrade du. Nice, das nächste braucht 5. I don't know, bin nicht überzeugt. Macht schon guten Damage und so. Was machst denn du mit der Wand? Du Stinker. Ich weiß, ich wollte auf dem Balkon, aber kannst du knicken. Oh, das halt dann halt 20%, 10% mehr. Naja. Ist besser als nix, I guess. Build up. Multiplikator für Beute. 5% mehr Beute. Und 20 mehr Defense. Was ist mit ihrem Arm? Warum zuckt der so? Kader, lass doch mal die Schnur da ganz.
Ja, komm, wir nehmen Damage. Und dann absorbieren wir noch ein paar von den Anime-Dingern. Und wir haben ja noch die größeren. Ach da. Nee, einfach. Ach, ich kann einfach alle drei. Achso, ist ja easy. Ja, ich kann einfach alle benutzen. Und dann skillen wir nochmal. Ja, komm. Verstehe nix. Guckt euch unsere Resistenzen an. 48% Feuerresistenz. Wir sind dermaßen geil. Ist der Wahnsinn. Wir kaufen vom Rest natürlich wieder. Warum würde ich die kaufen? Wie viel geben die? Die geben 250. Achso, dass ich einfach meine Seelen, meine Anime-Essenz speichern kann. Dann investiere ich die ja lieber da rein. 120 Dinge habe ich jetzt dabei. Das ist natürlich crazy, ne? Das ist schon echt viel. Naja. Ain't stupid if it works. Hier kann ich auch lang. Achso, ist der Weg zurück, ne? Nee, ist nicht der Weg zurück. Geht weiter. Ein Bronzebarren! Karla, warum hängst du mit dem Kopf in der Pflanze? Du weckst deinen Bruder. Oh Gott, und ich schmeiß deinen Bruder fast mit der Flasche Wasser voll. Verbesserungen? Hab ich verdient. Können sie nicht upgraden, wir haben nicht genug Anime-Essenz. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Okay. Dann machen wir erstmal weiter und upgraden das später. Da liegt eine Notiz. Das macht so insane Damage. Achso, wir haben das Modul nicht equipped. What? Das ist eine Frechheit. Jetzt hör doch mal auf. Boah, der Kader hat... Der Kader hat gefurzt. Ja, ja, Jago, der Kader hat gefurzt. Wenn ich es euch doch sage. Warum würde ich denn lügen? Kill den, warum triffst du den nicht? Du schießt hier wertvolle Munition, mein Dude. Meine Dudetta. Bomb. Okay, so. Modul wechseln. Crit-Modul weg. Yes. Ach, erhöht den physischen Schaden. Das heißt, es wäre gar nicht so gut, irgendwas anderes zu nehmen. Also, wenn er dann Elementarwaffen nehmen würde, zum Beispiel. So, und jetzt? War ungefähr 15% mehr, würde ich sagen. Oh, oh. Lach den! Oh mein Gott, die Waffe ist so ultra slow. Ich komme nicht klar. Wo ist die richtige Taste? Da ist sie. Okay, nee. Nee. Dafür ist das Rad zu useless. Das ist einfach zu langsam für meinen Spielstil. Nee, 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 nee. Ich will ganz ehrlich sein, ich finde die einfach am coolsten. Ich mag die. Die leuchten schön. Und da wir bisher noch keine Blitz- oder richtig gute Feuerwaffe, die mir gefällt, gefunden haben. Jo. Beziehungsweise, ich will die Feuerkette mögen. Ich will sie mögen, wirklich. Ich gebe ihr nochmal eine Chance. Achso, ich vergesse immer, dass ich springen kann. Das ist so ungewöhnlich. Es ist sehr ungewöhnlich. So, laufe ich jetzt eigentlich gerade richtig oder ist das der falsche Weg? Weil wir haben ja vorhin auch eine Tür aufgemacht. Aber die wird auch wahrscheinlich ein Shortcut. Vielleicht, möglicherweise. Ah, das war die Tür hier. Ja, prima. Wieder mal abgeschlossen. Hier werden die wahrscheinlich mit... transportiert, ist das Wort, das ich suche. Aber wir haben keinen Hammer gefunden. Haben wir überhaupt irgendwas gefunden? Achso, wir versuchen immer noch so das Dampfding anzumachen. Ich probiere mal was aus. So, jetzt brennt meine Waffe. Ja. Jetzt brennt
Jetzt brennt er nicht, weil er zu wenig HP hat, als dass er brennen könnte. Weil er vorher schon stirbt. Es ist natürlich ein bisschen kacke. Oh! Da ist es. Ja, wunderbar. Und jetzt müsste der Aufzug auch funktionieren in der Werkstatt von Walkinson oder wie er auch mal er heißt. Ich kann mir Namen nicht merken, wenn ich kein Gesicht dazu habe. Wäh. Was ist denn mit dem? Tut das Not? Au. Gut, da bin ich selber schuld. So. Jetzt anzünden. Eins, zwei... Fünf Schläge brauche ich, aber er brennt. So. Er schmilzt ganz langsam. Macht aber okayen Schaden. Ist aber definitiv nicht so geil. Er hält halt echt lange, ne? Hält schon echt lange. Vielleicht einen Boss einfrieren und dann mit dem Feuer vermöbeln? Diese Muskaten. Kann ich mir gut vorstellen. Könnte eine gute Kombo sein. Ich will jetzt mal nachschauen. Wir haben zwar noch keinen Blitz. Irgendwie, aber ich will nochmal nachgucken. Irgendwo stand es dabei. Der Blitzzustand lässt das Ziel bei jedem erlittenen Treffer weiteren Schaden durch Stromschläge erleiden. Aegis kann die Stromschläge beenden. Was? Achso, wenn sie auf sich drauf hat, den Blitzzustand, dann kann sie ein Isolierungselixier trinken. Okay. Okay, okay, okay. Man kann sich selbst ausrollen. Das ist ganz cool, wenn man brennt. Dann kann man einfach rollen und dann geht man irgendwann aus. Im echten Leben. Das ist ein wenig creepy, aber ich meine, wir sehen ja ähnlich aus. Also die Köpfe rede ich natürlich von den Köpfen im Regal. Mir fällt gerade ein, dass wir hinten einen Zettel mit Lore vergessen haben. Das heißt, da gehen wir gleich nochmal hin. Ich weiß zwar schon gar nicht mehr, wo das genau war. Aber wir gucken da nochmal. Eins... Nochmal. Und nochmal. Da hat er echt viel Feuerresistenz, der Sack. Au. Au. Ich schaff den. Ich will den anzünden. Ich will den anzünden. Geht doch. So. Jetzt laufen wir einfach ein bisschen rückwärts und dann stirbt er irgendwann. Irgendwann. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich find's krass, dass sich Frost dann so schnell aufbaut im Vergleich zu Feuer zum Beispiel. Ich finde Frost ehrlich gesagt wesentlich besser als Feuer. Bam. Für Bosse vielleicht ganz gut. So im Alltag, wo wir ja die meiste Zeit erkunden. Nicht so geil. Betäubungsmodul wird vermutlich die Betäubung erhöhen. Oder den Betäubungsdamage, dass man die Leute dann kritten kann. Leute, die Automaten. Jetzt sind wir wieder hier. Ich gehe mal ganz kurz zu dem Zettelchen Lore zurück, das wir übersehen haben. Gießereiverzeichnis, Reservebestände. Stahl 77 Pfund, Molybdän 26 Pfund, Wolfram 84 Pfund, Zirconium 32 Pfund. Anmerkung, ohne raschen Nachschub wird die Laternenproduktion in 6 bis 7 Tagen zum Erliegen kommen. Und dann wird es unmöglich sein, den Forderungen des Comte Cagliostro nachzukommen. Das war natürlich sehr insightful und ich bin froh, dass wir hier nochmal hergekommen sind. Schließt dann die Folge doch für heute ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann bei der Werkstatt vielleicht auf tatsächlich den Typ treffen, der uns jetzt vielleicht endlich mal ein Werkzeug gibt. Weiß ich nicht. Sehen wir dann. Ciao!